Bei B2 geht es darum, einen bestehenden Steckbrief an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Du kannst den Steckbrief über diesen Link herunterladen und du wirst sogleich gefragt, mit welchem Programm du diese Datei öffnen möchtest. Das verschwindet relativ schnell. Wenn du nochmals in die Datei tippst, siehst du oben rechts in Pages öffnen, beziehungsweise wenn das dann eine andere App sein soll, oben links mit mehr. Ich bekomme hier eine Fehlermeldung wegen einer Schrift, die offenbar bei mir nicht installiert ist. Ich öffne die Datei trotzdem und sogleich kann ich zu arbeiten beginnen. Natürlich muss ich jetzt Vorname und Nachname für meine Person reinschreiben. Mit einem Doppeltipp wird ein Wort ausgewählt, mit einem Dreifachtipp wird die ganze Zeile ausgewählt und über diese Anfasser mit diesen Punkten kannst du die Auswahl noch ganz genau bestimmen. Ich wähle nun diese beiden Wörter aus und ich ersetze sie sogleich, indem ich reintippe. Und so verfahre ich nun auch mit diesen Informationen hier unten. Ich lösche die entsprechenden Inhalte oder ersetze sie, indem ich direkt darüber schreibe. Hier unten kannst du dann noch ergänzen, zum Beispiel die Lieblingsfarbe. Und falls dir noch mehrere solche Lieblingseigenschaften einfallen, so kannst du das Ganze überfahren. Und jetzt in diesem Kontextmenü, das da ausspringt, diesen Bereich kopieren und nach einer Zeilenschaltung dann erneut reintippen und einsetzen wählen. Gehen wir nochmals zurück zu diesem Kontextmenü. Das sind so die bekannten Begriffe, die du auch schon kennst, also ausschneiden, kopieren, dann wieder einsetzen, löschen natürlich, das kann man aber auch mit der Löschtaste. Du kannst es ersetzen durch eine Wendung und hier drüben kannst du auch einen Kommentar hinterlassen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn du mit anderen Personen zusammenarbeitest und hier eine Frage stellen möchtest. Und Stil ist noch interessant, du kannst den Stil kopieren und auf einen anderen Bereich wieder übertragen, Stil einsetzen. Und so musst du nicht jede einzelne Formatierung hier über dieses Pinselsymbol manuell vornehmen, sondern du kannst es einmal für einen Bereich einstellen und dann auf einen anderen Textbereich übertragen. Das möchte ich jetzt aber eigentlich gar nicht. Deshalb tippe ich hier oben links auf Widerrufen und mache das gleich wieder rückgängig. Ja, natürlich kommt hier jetzt auch dein Bild rein. Wenn du darauf tippst, so ist es ausgewählt. Du kannst es hier nun verschieben und in der Größe ändern. Und über das Pinselsymbol kannst du beim Stil diesen Schattenwurf noch ändern oder einen völlig anderen Stil, zum Beispiel einen Rahmen mit seinem gekrümmten Schatten wählen. Du siehst hier gleich, wie es aussieht. Diesen Stil kannst du auch noch etwas anpassen, indem du die Größe des Rahmens und so weiter noch änderst. Das überlasse ich dir. Dann bei Bild kannst du die sogenannte Maske bearbeiten. Das ist der Ausschnitt, wenn also dein Bild quadratisch sein soll, so kannst du hier diesen Ausschnitt nachträglich noch ändern. Über Fertig wird wieder das Bild ausgewählt und du kannst es wieder in der Größe ändern. Dann darunter mit Transparenz kannst du durchsichtige Bereiche auswählen. Das kannst du gerne ausprobieren, mache ich jetzt aber nicht. Und der wichtige Befehl wäre ersetzen. Hier kannst du auf deine Fotos zugreifen oder direkt die Kamera aufrufen und dein eigenes Selfie hier einsetzen. Meines ist zugegebenermaßen nicht wirklich ein Prachtexemplar, aber als Beispiel soll es reichen. Nochmals zurück zu diesem Pinselsymbol. Der letzte Reiter anordnen, der ist noch wichtig.
du siehst, was passiert, wenn ich das Bild jetzt so verschiebe, dann macht der Text Platz, und zwar immer so absatzweise. Wenn du willst, dass der Text wirklich schön ums Bild herumfließt, dann wählst du um das Objekt, und jetzt siehst du, macht er genau um den Rahmen Platz, dieser Text. Und ebenso könntest du das Bild direkt als Buchstaben in den Text einbinden oder dass oben und unten der Text ist und das Bild die ganze Breite als Platz einnimmt. Und als letztes noch über dieses Plus-Symbol siehst du, kannst du nicht nur Bilder und übrigens auch Videos einfügen, sondern auch Tabellen. In diesem Fall für den Steckbrief wäre das vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee gewesen. Du kannst Diagramme einfügen und auch Formen, zum Beispiel für einen Badge oder ein Kästchen mit Zusatzinformationen. Ja, lassen wir jetzt aber so bestehen. Unser Steckbrief ist jetzt soweit fertig. Deiner ist natürlich jetzt mit deinen Informationen gefüllt. Bei mir habe ich mir diese Arbeit erspart. Übrigens, du musst in Pages nie speichern. Jeder Schritt wird automatisch immer aufgezeichnet. Und über Dokumente siehst du all deine Dokumente. Die kannst du auch in Ordnern ablegen. Und wenn du eine Datei nachträglich weiter bearbeiten möchtest, so rufst du sie einfach wieder auf und kannst dort weiterfahren, wo du stehen geblieben bist.